Herzlich willkommen zu Dagi Leo. Heute geht es um die brennende Frage, macht der Klimawandel Wasserrutschen noch besser? Außerdem geht es um das teuerste Salz der Welt. Aber zuerst Rezo. Der zerstört nämlich wieder gerade die Politik. Und wir erklären euch, warum ihr diesen Typen trotz guter Argumente nicht ernst nehmen müsst. Was Sie hier sehen, sind nicht die Folgen eines grausamen Krieges, sondern die direkte Folge von blauen Haaren. Rezos Haare sind nicht nur ein Verbrechen am westlichen Mann, es ist auch eines der größten Umwelt- und Menschenverbrechen, die die Welt je gesehen hat. Denn um Haare blau zu färben, benötigt man Lapislazuli, ein seltenes metamorphes Gestein, was man nur tief in der Erde findet. Was aber kaum jemand weiß, es werden jährlich bis zu 69 Dörfer zerstört, um Platz für die Minen zu machen. Die Minengesellschaften gehen dabei brutal vor. Ohne Vorwarnung oder Evakuierung werden Sprengstoffe im Dorf verteilt. Wer die Explosionen überlebt, wird versklavt, um als billige Arbeitskraft in den Minen eingesetzt zu werden. Menschenrechtsorganisationen weisen immer wieder auf die Verbrechen hin, werden aber von der internationalen Politik ignoriert. Dabei wäre das Ganze nicht nötig. Mit dem Lapislazuli können Schafe genetisch modifiziert werden, um somit unendlich blaue Schafe und somit unendlich blaue Wolle produzieren zu können, woraus man auch einfach blaue Toupets machen könnte. Jedoch vermuten Bildjournalisten, dass die blauen Haare nur ein Vorwand sind und es in Wirklichkeit darum geht, illegale Kriegsgeräte für die linksgrün versiffte Minecraft-Revolution zu produzieren. Also, ich wusste ja gleich, dass mit diesen Haaren irgendwas nicht stimmen kann. Naja, kommen wir von einem Hampelmann, der nur von Kindern geschaut wird, zu Kindern. Ich hasse Kinder. Die Sommerferien sind vorbei und die Schule geht wieder los. Und wie befürchtet, gehen die Inzidenzzahlen wieder hoch. Drohen unsere Schulen zu Superspreadern zu werden? Wir haben deshalb die Berliner Gesamtschule in Prenzlauer Berg besucht, um herauszufinden, wie gut sie vorbereitet sind. Ja, nee, wir sind vorbereitet. Der Hausmeister hat die ganzen Sommerferien gesucht und hat einen Schlüssel für die Fenster wieder gefunden. Die können wir jetzt wieder aufmachen, aber natürlich nur auf Kipp, ne? Nicht, dass mir hier noch ein Kind rausfällt. Die Versicherung killt mich, ne? Außerdem haben wir überall so Zettel aufgehangen, von wegen Abstand tragen und Maske halten, damit die Kinder immer wieder dran erinnert werden beim Spielen und so. Dann vergessen die das auch nicht und dann ist Corona eigentlich, das Corona ist gestern, oder? Nee. Aber wir haben ganz andere Sorgen, ne? Ein Jahr Unterricht per Zoom, das hat den Kids nicht gut getan. Frau Lahmbrücke ist Mathelehrerin an der Schule. In einem Test ging es darum, dieses Bild als Rechenaufgabe aufzuschreiben. Ein Kind jedoch schrieb 5x4 auf und weigerte sich, den offensichtlichen Fehler einzusehen. Aus mathematischer Sicht ist es ja richtig, aber bei Kindern geht es ja darum, dass wir ihnen das richtige Denken beibringen. Es sind 4 Hände mit jeweils 5 Fingern. Und dieses klugscheißer Dreckskind kommt dann jetzt aber an mit 5 Fingern an jeweils 4 Händen. Wer zählt denn bitte die Finger zuerst? Ich nicht. Und ich bin hier die Lehrerin. Das ist nicht die richtige Art zu denken und das müssen wir den Kindern austreiben. Während des digitalen Unterrichts zu Hause haben viele Schüler die Möglichkeit genutzt und alternative Lösungsvorschläge aus dem Internet angesehen. Für Frau Lahmbrücke ist das absolut fatal für die Entwicklung der Schüler. Dort wird Mathe als etwas präsentiert, wo man kreativ und individuell mit unterschiedlichen Ansätzen Aufgaben lösen kann. Als wäre Mathe eine Welt lustiger Rätsel. Mathe ist harte Arbeit, es gibt klare Lösungswege, die auswendig gelernt werden müssen und fertig. Für kreatives und individuelles Denken ist Mathe nicht da. Dafür gibt es dann ja später in Deutsch die Gedichtsinterpretation und das ist, finde ich, schon mehr als genug individuelles Denken, das in der Schule unterrichtet wird. Später im Arbeitsleben geht das ja dann nicht mehr. Aber nicht nur das verpasste Lernmaterial aufzuholen, stellt die Lehrer vor eine Herausforderung. Der Lockdown führt auch zu ganz anderen Problemen. Ja, also, ne, da kam ja einiges zusammen, so Isolation, der Lockdown, die Angst vor der Pandemie, vielleicht ist noch der Opa krepiert, so. Das hat die Kids natürlich so ein bisschen kaputt im Kopf gemacht, so. Und so viele depressive Kinder stehen die Lehrer jetzt natürlich vor einer Herausforderung, ne. Wir müssen ja jetzt allen klar machen, später Berufsleben geht das nicht, ne. Da kann sie einfach depressiv sein, das interessiert da niemanden, ja. Also, da bist du ja ganz schnell arbeitslos, so. Aber auch da sind wir vorbereitet, wir haben ganz tolle Wand
Tattoos installiert mit wunderbaren Motivationssprüchen, ne? Und überall hängen jetzt so lustige Memes. Da habe ich selbst welche rausgesucht. Die sind ganz lustig. Wir müssen die Kids ja nur wieder daran erinnern, dass sie einfach ein bisschen optimistisch sein müssen, einfach ein bisschen lächeln und dann wird das schon. Also ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir wieder eine tolle Generation von tollen Arbeitnehmern hervorbringen. Zwar stehen die Schulen vor vielen Herausforderungen, aber wie wir sehen, sind unsere Schulen bestens vorbereitet. Wie sagt meine Mama immer so schön, warum lernen, wenn man Abschlüsse auch kaufen kann? Apropos Geld. Eine kleine Kostprobe von diesem weißen Pulver hier kostet dem Sender mehrere hundert Euro. Deliziös! Und nein, hierbei handelt es sich nicht um feinstes kolumbianisches Kokain. Das hier ist einfach nur Salz. Es ist das teuerste Salz der Welt. Ein Gramm kann bis zu 600 Euro kosten, wenn man überhaupt das Glück hat, es erwerben zu können. Dieses Salz wird nicht wie anderes Salz aus dem Meer gewonnen oder aus einer Salzmine. Dieses Salz wird aus Tränen gewonnen, genauer gesagt aus Tränen von Männern. Wir fragen den Entdecker Reinhard. Wie kommt man darauf, aus Tränen Salz zu gewinnen? Ich hatte einen echt schlechten Tag. Mein gesamter Clan wurde von meinem Bruder ausgelöscht. Und als ich mein Steak am Abend aß, fiel eine einzelne Träne purer Männlichkeit auf mein Fleisch. Und als ich das Stück aß, war es einfach die perfekte Fusion aus Männlichkeit und Zärtlichkeit. Es war einfach köstlich. Reinhard kam dadurch auf die Idee, das Salz aus den Tränen zu gewinnen, um es zum Würzen zu benutzen. Jedoch gab es nur ein Problem. Ich bin halt keine Pussy. Ich weine nicht. Und ich bin auch nicht mit solchen Pussys befreundet. Also musste ich erstmal eine Pussy finden oder eine Technik, um Männer wie mich zum Weinen zu bringen. Und gottverdammt, mich zum Weinen zu bringen ist echt hart. Es folgten viele Tests, um herauszufinden, was funktioniert. Social-Media-Posts, die das Weinen in der Gesellschaft normalisieren sollen, funktionieren absolut gar nicht. Schmerzen? Bevor die Männer anfingen zu weinen, sind sie bewusstlos geworden, was zu rechtlichen Schwierigkeiten führte. Emotionale Ansteckung? Auch nicht. Einzig allein konnten die Männer weinen, wenn sie eine Person verloren haben, die ihnen sehr nahe stand. Ich bin halt von Beerdigung zu Beerdigung gezogen, hab halt ein paar Tränen eingesammelt, aber ein paar Typen hatten irgendwie ein Problem damit. Also musste ich so ein paar Kiefer brechen, ihr wisst schon, was ich meine. Aber ich hätte weitergemacht, Mann. Ich meine, ich war am Ende nie der Typ mit der gebrochenen Nase, aber meine Frau meinte, marketingtechnisch ist das vielleicht nicht so gut, also musste ich einen anderen Weg finden. Doch eines Tages war sein Neffe zu Besuch und wollte seine Lieblingsserie weitersehen. Da fiel ihm die Lösung einfach so in den Schoß. Avatar Staffel 2, Episode 15. Wenn Onkel Iroh Leaves from the Vine singt. Als ich die Szene sah, war selbst meine Männlichkeit nicht hart genug. Ja, es kamen ganze 3 Tränen. Es kamen mehr Tränen, als meine Familie ausgelöscht wurde. Ja? Da wusste ich es. Das ist es. Das wird mich reich machen. Seitdem werden Männer vor den Fernseher gesetzt, um das weiße Gold aus ihnen gewinnen zu können. Die Produktion ist trotzdem sehr langsam. Sehr viele Tränen lässt der Mann im Durchschnitt nicht. Und täglich geerntet werden kann er auch nicht. Die Szene funktioniert zwar gut, aber wenn man sie sich jetzt hintereinander weg anguckt, verliert sie natürlich ihre Wirkung. Und wir wollen ja hier keine Pussys haben, die ständig heulen. Wir wollen das Salz von wahren Männern. Ja, aber so ist die Produktion natürlich sehr langsam und dadurch der Preis sehr hoch, ja. Aber wer mein Salz schlucken will, der muss halt zahlen. So entsteht also das teuerste Salz der Welt. Interessant. Weinende Männer, was es nicht alles gibt, ha? Naja, nach der Werbeunterbrechung geht es weiter mit einem Umweltexperten, der uns erklärt, warum der Kohleausstieg schlecht für Wasserrutschen ist. Aber vorher können Sie sich in der Videobeschreibung noch eine Minecraft-Map runterladen, die irgendwer irgendwann mal versprochen hat. Machen Sie das einfach und schauen Sie sonst auch noch mehrere verschiedene Videos von uns, die hier eingeblendet sind. Ja, ist guter Stoff auch. Salz. Gutes Salz kann auch guter Stoff sein.